Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight mit Serena im Chaos Shuffle Modifier in der Hoffnung, ein bisschen mehr Glück mit Serena zu haben, meinem Main. Ich habe richtig coole Perks dabei. Wir haben Gelegenheit nutzen, ne? Rechts, damit sehe ich Fenster und Paletten. Na super. Gegen eine Legion. Wir haben Szenenpartner. Zweimal geschrien. Dreimal geschrien. Sehr cool. So, und jetzt bin ich ganz weit weg und kann an einem anderen Gen arbeiten. Gegen die Legion immer gut, sich aufzuteilen. Nicht gemeinsam zu arbeiten. Was habe ich noch dabei? Problemlöser und niemand wird zurückgelassen. Problemlöser unten macht, dass ich in der Jagd, wenn ich eine Palette werfe, die Aura des Killers sehe in der Jagd. Und außerdem sehe ich auch die Aura des Gens mit dem meisten Fortschritt. Mit niemand wird zurückgelassen habe ich einen Endgame-Perk dabei, mit dem ich mehr Punkte kriege für Abhaken im Endgame und Heilung im Endgame. Außerdem sehe ich die Auren von allen Überlebenden, sobald alle Gens angegangen sind. So, jetzt kommt sie wieder hier lang. Zweimal. Muss richtig Glück haben. Zweimal mit 10 Pan aufgeschrien. Möchtest du, dass ich heile? So, er sammelt Fortschritt. Mit dem Perk von Vittorio. Okay, ich gehe retten. Der Gen ist noch nicht getreten worden von ihr. Kannst du keinen Fluchtversuch machen? Danke. Okay, du gehst an den Gen, dann gehe ich hier rüber. Ich gehe mal kurz hier in den Schrank. So, sehr schön. Und dann gehe ich retten. Fang liegt direkt wieder. Hier ist ein Gen super weit. Gegen die Legion ist Heilen eher so semi, aber bevor Fang zum Beispiel jetzt gleich dead on hook verletzt durch die Map rennt, wäre es sinnvoller. Da ist die Legion. Unter Umständen. Mir jetzt nochmal gut geholfen. Kein Palettenrespekt. Krass, kein Palettenrespekt. Und nun? Okay. Problemlöser, Value. Du musst Dwight retten gehen. Oder Fang, ist deine beste Freundin da vorne. Willst du mich genesen? Ah, okay, ihr seid im Voice und ihr wisst. Oh. Ach so. Nee. Warum ist Dwight denn jetzt gebrochen? Hat sie das Perk dabei? Danke. Wahrscheinlich, ne? Vom Pyramidenkorb, dass wenn man, wie heißt es? Oh, es ist schon ein bisschen spät, sorry Leute, ein bisschen Wortfindungsstörung. So, jetzt kommt sie wieder zu mir. Wenn man ein dreimal, sehr schön. Einen Schutztreffer einsteckt,
Resistance mal gebrochen. Ich habe hier noch eine Palette. Okay, ist in Ordnung. Ace geht retten. Aber ich glaube, Ace schafft es nicht mehr, retten zu gehen. Wo ist Fang? Ist er in dem Gen da vorne? Nee. Boah, das war super knapp. Das war auf den allerletzten Millimeter. Gens sind alle schon ziemlich weit. Nee, da ist Fang nicht, ne? Ich sehe Fang nicht. Keine Fang. An dem Gen. Doch, die müsste an dem Gen da vorne sein. Ich sehe ihre Aura nur nicht, weil der Gen an und für sich mich gelb leuchtet und deswegen sehe ich sie nicht. Okay, sie zieht den Gen jetzt zu zweit durch. Ace wird gejagt. Das sind zwei verschiedene Gens. Das ist richtig gut. Sehr, sehr cool. Ja, machen wir so, ist in Ordnung. Sie ist dead on hook. Normalerweise würde ich das nicht machen, aber sie ist dead on hook. Und deswegen ist das schon in Ordnung. Da vorne. Ist schon okay. Wir sparen uns das auf. Ach, der Gen da hinten ist angegangen. Sekunde. Willst du gerne? Oh, das war Dwight. Oh nein! Ace, heil dich, heil dich. Oh mein Gott. Das war auch... Das sind die Freunde der knappen Kisten hier. Ui, danke. Da habe ich sie gesehen. Ja, da. Der Gen hier. Den möchte ich gerne nochmal anfassen. Ich sehe, dass hier keine Palette mehr ist. Aber sie tritt auch erst gegen den Gen. Wir haben hier zwei Gens sehr eng aufeinander. Und ich glaube, sie geht mir nicht weiter hinterher, oder? Doch. Da ist sie. Und sie geht zurück zum Gen. Warum leuchtet der gelb? Besser gemeinsam? Fragezeichen. Ich wollte. Nicht so richtig einen Grund wegzugehen. Uff, jetzt sieht sie mich. Schon wieder in der Fähigkeit. Die kann die Fähigkeit aber super schnell zünden. Weißt du was? Runter mit dir. Das wäre sonst nichts mehr geworden. Die beiden können sich noch absprechen. Ich habe tatsächlich einen Schutztreffer eingesteckt. Ich habe vergessen, wie das Perk heißt. Vom Pyramidenkorb. Ich wusste das mal. Eine Zeit lang haben es mehr Leute mitgenommen. So. Die heilen sich jetzt erstmal. Ich mach Skillchecks, vielleicht kommen die mich nochmal retten.
Und dann habe ich immer noch mein Medipaket. Der Jen tickert leider runter. Das ist super ärgerlich. Sie steht auf dem Hügel. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Oh, ich glaube, mich kommt niemand mehr retten. Das schafft ihr nicht mehr. Fang ist in der Jagd. Schade. Eigentlich hätten wir wirklich noch eine Chance gehabt. Eigentlich hätten wir wirklich, wirklich noch eine Chance gehabt. Das ist echt ärgerlich. Wir hatten mehrere Gens noch am Laufen. Wirklich traurig. Aber okay, vielleicht schaffen die beiden das ja noch raus. Nee, Fang ist dead on hook. Vielleicht schafft Ace es noch raus. Wir gucken mal kurz zu. Hier, potenzielle Energie. Ich schaffe das. Entscheidungsschlag und Kreis der Heilung. Dann hoffen wir mal, dass Ace jetzt nochmal die Luke kriegt. Das wäre ganz nice. Da ist die Legion hinter Ace leider schon her. Die konnte die Fähigkeit aber auch immer instant wieder ziehen. Das war echt fies. Gutes Fenster, sie hat abgekürzt von rechts. Und weil er nicht nach hinten geguckt hat, war es das jetzt leider auch. Schade. Wirklich, wirklich schade. Smurf. Ja. Ja, dann schauen wir mal noch, was die anderen so hatten. Dwight hatte Schattenschritt dabei. Blutpakt, verzweifelte Maßnahmen und Hintergrundspieler. Fang hatte Gewandtheit. Einschätzung, Verwanzen und Hyperfokus dabei. Und die Legion. Also hier, tödliche Verfolger, erzwungenes Zögern, erzwungene Buße. Wie passig und unbändig. Naja, ich schreibe mir trotzdem GG. War ja trotzdem eine ganz gute Runde. Ich hoffe, euch hat die Runde auch gefallen. Lasst mir gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da, wenn ja. Und wenn nein, vielleicht trotzdem. Bis dann, ciao.